Hallo, schönen guten Tag. Kapitalismus. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiges Gesellschafts- und Wirtschaftssystem? Ist der Kapitalismus wirklich die Ursache aller Menschheitsprobleme? Ist der Kapitalismus auch die Ursache für das eklatante Demokratiedefizit, das wir überall feststellen? Ist der Kapitalismus wirklich das kapitalistische System wirklich die einzige Ursache für alles? Ja, das wollen wir jetzt mal beantworten. Ne? Und wir googeln als erstes wieder Scientists for Future 2, markieren, rechte Maustaste, Google nach. Wir haben hier Scientists für den Videokanal. Hier haben wir die Homepage. Gehen direkt auf die Homepage. Und gehen hier auf die Sammlung wichtiger Links. Gehen hier auf Sozialismus Talks Internet. Ich mache mal den Ton weg, damit er mich nicht stört. Hier haben wir also die Themen Kapitalismusdiskussion. Durchaus kontrovers, weil bei der Kapitalismusfrage und der Beendigung des Kapitalismus mischen sich verschiedene Konzepte. Es gibt manche, die sind eher Putschisten, die wollen eigentlich nur sozusagen sich selber an die Stelle der vorherigen Machthaber setzen und wollen gar keinen echten Sozialismus oder Kommunismus am Ende herstellen, sondern sind einfach nur Putschisten. Bringe die Reichen um und werde selber reich, sozusagen. Das sind Putschisten. Das können wir aber nicht als ernsthafte Strategien zur Beendigung des Kapitalismus ansehen, sondern wir müssen eben wirklich reformieren und so weiter. Ja. So, die größeren Fotos. Hier, also das sind Gespräche, wo man durchaus was lernen kann, wo man sich Gedanken machen kann, was ist der Unterschied zwischen einem Putschisten und einem echten Kapitalismusbeender, der dann auch tatsächlich eine echte Revolution und so weiter herstellen möchte. Also, ich muss wieder zurück. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Ja, was ist Kapitalismus? Jetzt legen wir mal los. Also, Kapitalismus ist letztendlich ein System, das den einzelnen Unternehmer, sobald er einmal Unternehmer geworden ist, unter Zugzwänge setzt. Ein Unternehmer steht unter dem Zugzwang, dass um ihn herum andere Unternehmer sind, die jederzeit bereit sind, seinen Platz einzunehmen, wenn er pleite gegangen ist. Und er geht dann pleite, wenn er nicht alle Möglichkeiten, die offen stehen, nutzt, und zwar völlig ohne jegliche moralische Hindernisse. Also es sollte sich um einen Menschen handeln, der gerne zu Selbsttäuschungen neigt und der all das, was er tut und lässt, gerne beschönigt sozusagen und gerne bereit ist, jede Variante einer möglichen Selbsttäuschung und als eines falschen Selbstbildes auf sich zu nehmen und sozusagen überall, woher Profit zu generieren, wo es auch nur möglich ist. Und der Kapitalismus als Wirtschaftssystem ist eben genau das System, indem er dann typischerweise durch die Wettbewerbszwänge gezwungen ist, seinen Profit zu erzielen auf Kosten anderer Menschen. Er muss also buchstäblich über die buchstäblichen Leichen gehen, um Profite zu machen. Er muss Kriege generieren, wenn er ein Waffenhändler ist, damit er genügend umsetzt bei seinen Waffen. Er muss Lebensmittel so krankmachend und aus billigsten krankmachenden Rohstoffen herstellen,
damit er wettbewerbsfähig ist und bleibt und damit er überleben kann. Er muss als Pharmakonzern möglichst viele Menschen tablettensüchtig und chronisch krank machen, damit er möglichst viel verdienen kann. Und dazu muss er über Lobbyisten größtmöglichen Bestechungseinfluss auf die Politik nehmen, damit er wieder ausreichend Profit macht, um im Wettbewerb zu überleben, weil alle anderen Unternehmer müssen im Wettbewerb genau das Gleiche tun, sozusagen. Und das heißt, Kapitalismus ist in erster Linie ein Wettbewerbszwang, der aus jedem Unternehmen und Unternehmer das Schlechtestmöglichste herauspresst, nämlich das schlechteste Verhalten erzwingt, das sozusagen Gewinne erzeugt auf Kosten der Umwelt, auf Kosten des Plünderns der Umwelt, auf Kosten des Plünderns der fossilen Rohstoffe und des Verbrennens der fossilen Rohstoffe. Und so hat also der Kapitalismus sozusagen auch die Eigenschaft, die gesamte Demokratie zu verfälschen, weil Geld sozusagen besticht die Politik sozusagen und sogar das Problem des Parteiengesetzes, dass auch innerhalb der Parteien die Korruption schon anfängt, also die innerparteiliche Korruption, dass also dort schon Kleinkapitalisten sozusagen ihre Stimmen verkaufen an den Meistbietenden, der ihnen die meisten korruptionsartigen Aufträge zuschustert. Diese innerparteiliche Korruption hängt also auch mit dem Kapitalismus zusammen. Also gäbe es diese Gewinnmöglichkeiten auf Kosten anderer Menschen nicht, wäre auch die innerparteiliche Korruption nicht mehr relevant, wäre nicht mehr von Bedeutung. Und auch die große Korruption, also die großen Lobbyistenarmeen, die unsere Politiker kaufen und die Parteispenden machen und so sich Politik einkaufen, all diese Dinge sozusagen würden ja letztendlich wegfallen, sobald letztendlich das kapitalistische System beendet ist. Und die Scientists for Future 2 sind halt die einzigen, die genau wissen, wie man in sanften Zwischenschritten das kapitalistische System systematisch beendet, also abbaut sozusagen und Schritt für Schritt weg vom Kapitalismus macht. Und das Beispiel ist ja zum Beispiel die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, bei der sofort die Rahmenbedingungen so geändert werden, dass der Unternehmer nicht mehr gezwungen ist, über Leichen zu gehen und auf Kosten aller seiner Mitmenschen Gewinne zu generieren, wenn er im Marktwettbewerb überleben will, sondern die neue Bedingung heißt sofort ab dem ersten Tag, nur dann, wenn du die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitmenschen messbar förderst, kannst du überhaupt noch Gewinne generieren. Das heißt also, dass in dem Moment wird der Kapitalist gezwungen, der Freund, der beste Freund seiner Kunden und Mitarbeiter zu werden, da er sozusagen nur noch so Gewinne erzielen kann, wenn die Wohlfühlnoten seiner Kunden und Mitarbeiter besser werden und die Gesundheitskostendaten seiner Mitarbeiter und Kunden immer besser werden und auch seines Umfeldes und auch dort, wo produziert wird für ihn, auch dort werden die Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten aller umliegenden Anwohner gemessen, ob dann wirklich auch dort keinerlei Gifte von seinen landwirtschaftlichen Produktionsstätten ausgehen und so weiter. Und plötzlich hat er ein riesiges Interesse daran, die Umwelt zu reparieren, das Klima zu reparieren, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Gesundheit der Menschen zu steigern. Der Unternehmer wird also, genauso wie der Arzt oder der Pharmakonzern, alle werden sie gleichermaßen zum besten Freund der Menschen,
weil sie nur noch so Gewinne, nur noch auf diese Weise Gewinne generieren können. Und damit haben wir schon mal den ersten Schritt weg vom Kapitalismus. Spätere Schritte kommen dann von selber, wie zum Beispiel das Zusammengehen der Schere zwischen Arm und Reich und so weiter. Jetzt wird aber der Putschist uns antworten und sagen, nein, ich will aber doch die Revolution, ich will doch gerne ein paar Reiche totschlagen und mich an deren Stelle setzen. Ja, aber das ist kein, dahinter steckt nur der Vorwand, also wer eine gewaltsame Revolution will, mag sich selbst einreden, dass er damit die ideale menschliche Lebensweise herstellen will, tatsächlich so etwas wie den echten urmatriarchalen Urkommunismus oder Ursozialismus oder demokratischen Ursozialismus herstellen möchte, sozusagen. Aber faktisch ist er dann wahrscheinlich eher ein Putschist, der einfach der neue Diktator werden möchte, wie Stalin oder Mao oder Fidel Castro oder ähnliche Diktatoren. Ja? Also das heißt, wir müssen lernen zu unterscheiden, dass Putschisten zwar davon reden, den echten Sozialismus herzustellen, aber am Ende eigentlich immer Putschisten sind, die eigentlich nur neue Diktatoren sein wollen. Also quasi aus einer kapitalistischen Nicht-Demokratie eine Diktatur machen wollen. Ja? Und deswegen lasst uns also sachlich diskutieren. Führt die gewaltsame Revolution nicht immer wieder dazu, dass sich Putschisten durchsetzen und am Ende Diktaturen entstehen? Und ist nicht der einzige Weg, den Kapitalismus wirklich zu überwinden, die Scientists for Future 2 Strategie der sanften Zwischenschritte, bei der schon in den ersten Zwischenschritten schon bewirkt wird, dass der Kapitalismus eigentlich beendet ist, nämlich der Kapitalismus als Wettbewerbszwang dazu, auf Kosten der Menschen Gelder zu generieren und auf Kosten der Menschen und durch über Leichen gehen sozusagen Profite zu generieren, weil das schon mit den ersten Zwischenschritten überall aufhört und damit eigentlich schon die ersten Schritte sozusagen entscheidende Beendigungsschritte für den Kapitalismus darstellen. Und das Schöne ist ja auch, dass die Strategie der Scientists for Future 2 auch bei allen Wählern und auch bei den Reichen auf einen positiven Anklang finden wird, denn auch die Reichen empfinden es nicht immer als angenehm sozusagen, ja, was weiß ich, Kriege generieren zu müssen, damit die eigene Waffenfirma genügend Umsatz hat und den Wettbewerb überleben kann. Oder die Lebensmittelhändler wie Nestle, da wird uns berichtet, dass auch diese gar nicht mehr so glücklich damit sind, die Menschen quasi zu chronisch Kranken zu machen durch minderwertige, billige Nahrungsstoffe sozusagen, rein aus Wettbewerbsgründen dazu gezwungen zu sein, sondern sie wünschen sich auch neue Rahmenbedingungen, in denen sie gesunde Ernährung liefern dürfen, um auf Grundlage gesunder Ernährung auch erst einmal Gewinne zu erzielen und so weiter. Ja, und ganz am Ende laufen alle Schritte der Scientists for Future 2 Stück für Stück darauf hinaus, alle Negativeigenschaften des Kapitalismus zu beenden. Also auch diese riesige Schere zwischen Arm und Reich, überhaupt diese Geldfixiertheit, Geldsucht und Machtsucht, alles verschwindet nach und nach mit den Reformen, weil die Reformen der Scientists for Future 2 Evolutionsprozesse sozusagen auslösen, die am Ende bei der idealen menschlichen Gesellschaft enden, die genau dem Genbestand der Menschen entsprechen. Denn in dem Genbestand jeder Art, ich muss das mal als Beispiel verdeutlichen, in dem Genbestand des Löwen stecken Gene drin, Glücksmöglichkeiten, die immer wieder dazu führen, dass der Löwe immer dazu neigt, eine Gruppe, einen Löwenrudel aufzubauen. Weil seine Gene da in einer solchen Situation am meisten Glücksgefühle
auslösen, denn die Gene bestimmen darüber, welche Sensoriken ein Lebewesen entwickelt und wie diese Sensoriken vertratet sind mit den Lustsystemen und den Aversionssystemen des Löwengehirns sozusagen. Während der Tiger zum Beispiel seine Lustsystemsteuerung und seine genetisch gewachsenen Steuerungssysteme lenken ihn immer wieder dazu hin, im Wesentlichen ein Einzelgänger zu sein, weil sich in der Evolution sich bewährt hat, dass der Tiger alleine besser und erfolgreicher jagt als im Rudel. Weil er im Wald, im Urwald sozusagen, würde sich ein Rudel nicht positiv auswirken. Und in dem Sinne ist es also so, jede Art hat in ihren Genen eigentlich die Glücksmöglichkeiten, die am Ende ihre Sozialform herstellen. Nun ist aber der Kapitalismus, da er ja Gewinne machen muss, sozusagen, also das kapitalistische System, die Unternehmer dazu zwingt, Gewinne auf Kosten des Lebensglücks der Menschen zu machen. Also der Kapitalismus ist ja sozusagen ein System, das dazu zwingt, mache die gesamte Weltbevölkerung unglücklich, dann wird sie konsumsüchtig und kaufsüchtig nach deinen Produkten sozusagen und wird süchtig nach dem Konsum deiner Produkte. Also der Kapitalist muss sich unter den Wettbewerbszwängen ja verhalten wie ein Drogendealer. Mache den Rest der Menschheit drogensüchtig. Also süßigkeitensüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, konsumsüchtig, in jeder Form. Und das beenden ja die Scientists for Future 2 und dadurch können die Gene wieder nicht die unglücklich machenden Lebensformen herstellen, sondern wieder die glücklich machenden Lebensformen. Und dann wird sich ganz von selbst die Urform der Sozialität des Menschen wiederherstellen. Die mag dann dem ähneln, was wir sozusagen paläoanthropologisch als urmatriarchalen Urkommunismus oder Ursozialismus beschreiben mögen. Es mag aber auch anders sein, denn am Ende werden die Gene den Weg weisen. Also die Gene führen dann wieder zu der Lebensform, die menschlich ist. Und die ist vermutlich urkommunistisch, urdemokratisch und ursozialistisch sozusagen. Das müssen wir jetzt aber nicht festlegen. Das wird nämlich werden die Gene selbst uns den Weg weisen. Also wir sind nicht fixiert, also wir sind quasi nicht Sklaven einer Vorstellung, wie es vielleicht noch so ein Mensch wie Marx war, der also sozusagen nicht sehen konnte, dass die sozusagen paläoanthropologische Analysen natürlich zu einer Vorstellung dessen kommen, wie die Lebensform und das Sozialsystem der Menschen vor 400.000 Jahren, zu Zeiten des späten Homo erectus, kurz vor den ersten präkapitalistischen Erfindungen aussah, sondern wir sagen, das ist eine Möglichkeit, uns das mal vorzustellen, wie damals die Lebensweise war, dass sie sehr ähnlich war wie die Lebensweise der heutigen Bonobos, der Art Panpaniscus Bonobo, wie sie Professor Franz de Waal so schön in seinem Buch Bonobos von 1998 beschreibt. Ja, das mag uns helfen, eine Vorstellung zu haben, wie vielleicht die genetisch bedingte Sozialform des Menschen, des Homo erectus, des späten Homo erectus, dann vor 400.000 Jahren war. Aber wir müssen einfach gucken, wie sind die heutigen Gene, wie haben sich die Gene vielleicht verändert und welche Sozialform resultiert dann daraus. Und dann soll das eben die ideale menschliche Lebensform sein. Wir wollen ja jetzt nicht nach Beendigung des Kapitalismus wieder eine neue Lebensform und sozialen Form vorschreiben, sondern die Gene der Menschen werden automatisch, wenn der kapitalistische Unterdrückungsaspekt wegfällt, werden die Gene da wieder dazu führen, dass zum Beispiel einige Menschen anfangen werden, mit anderen Menschen zusammen zu wohnen, zu leben, Gemeinschaften zu bilden oder eben nicht, je nachdem, wie die Gene sind. Ja, wenn nach und nach über die Jahre hinweg alle Ärzte mithelfen, auch die Unterdrückung
der natürlichen Glücksmöglichkeiten aufzuheben, die durch den Kapitalismus ja verursacht waren. Der Kapitalismus musste ja sozusagen alle natürlichen Glücksmöglichkeiten unterdrücken, naturgegebenen Glücksmöglichkeiten unterdrücken, um die Menschen zur Konsumsucht zu verleiten, sozusagen, um zu hinzulenken. Und wenn jetzt aber dieser kapitalistische Unterdrückungsimpuls wegfällt, dann können die Menschen Stück für Stück mit Hilfe der Hausärzte, die sie zu befreien versuchen, immer stärker ihre eigene Lebensform finden. Und ob die dann eine sozialistische Gruppe ist, eine basisdemokratische, urmatriarchale Clanform ist, Gruppenlebensform ist, sogar die Gruppenehe ist, oder ob es die kapitalistische Monogamie ist, das wird sich zeigen, wie die Gene halt sind. Also da sind Wissenschaftler völlig offen, denn wenn wir doch den Kapitalismus beenden wollen, wollen wir doch nicht eine neue Unterdrückungsform aufbauen, sondern wollen die Gene sprechen lassen, wollen den Menschen, die am glücklichsten machende Lebensform gönnen. Ja? Ich will mir ja auch selber als Mensch nur die mich selber glücklich machendste Lebensform gönnen. Vielleicht gibt es sogar dann verschiedene Lebensmodelle, die die Menschen anstreben. Der eine will in dieser matriarchalen, Bonobo-ähnlichen Clanform und Gruppenehe leben, der andere will in einer monogamen Lebensform leben und so weiter. Und jeder dann so, wie seine Gene wirklich wollen. Jeder muss sich nur immer wieder fragen, will ich vielleicht nur deswegen jetzt monogam leben, weil der Kapitalismus mir ja eigentlich alles andere verboten hat und ich deswegen Angst davor habe, anders zu leben, als mir das der Kapitalismus erlaubt hat. Aber da wird mit mein Hausarzt jeweils dann helfen, mich entweder selbst zu befreien und immer wieder in mich hineinzuhorchen, was will denn mein Körper selber, wo fühlt er sich denn wirklich selber am wohlsten, fühlt er sich in der Gruppe am wohlsten oder in der monogamen Kleinfamilie oder fühlt er sich als Single am wohlsten. Niemand wird mehr den Menschen Vorschriften machen, sondern es wird nur noch die Frage sehen, lebe doch die Lebensform, die deinen Körper am glücklichsten macht. Das ist die naturwissenschaftliche Antwort und wir wollen doch nicht hingehen und den Menschen jetzt eine bestimmte sozialistische Lebensweise vorschreiben, sondern wir gehen davon aus, dass fällt der Glücksunterdrückungsaspekt des Kapitalismus weg, dann darf der Mensch, jeder Mensch so leben, wie es seine Gene ihn lenken. Und all die Vorstellungen, die wir paläoanthropologisch darüber entwickeln, wie der Mensch ursprünglich mal gelebt haben mag und dass er vielleicht so ähnlich gelebt hat, wie die Bonobos heute noch leben, das ist eigentlich nicht, ist zwar ein wichtiges Lenkmotiv und inspiriert uns, aber als echte Naturwissenschaftler sagen natürlich die Scientists for Future 2, nein, am Ende entscheidet der Genbestand jedes Menschen darüber, wie er leben möchte und es geht nur darum, ihn von den Unterdrückungstendenzen des kapitalistischen Systems ein für alle Mal zu befreien und dann wird man sehen, wie sich die Gene der Menschen sozusagen ihre eigene Lebensform wieder suchen werden. Ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden, also der Kapitalismus ist die einzige Ursache auch für das Demokratiedefizit unserer heutigen Gesellschaften, denn der Kapitalist muss ja immer wieder versuchen, die Demokratie so sich einzukaufen, damit er seine Gewinnmöglichkeiten auf Kosten anderer Menschen und durch Leichen gehen sozusagen möglich zu machen. Das ist sozusagen das, wozu der Kapitalist, der Unternehmer im Kapitalismus durch die Wettbewerbszwänge des kapitalistischen Systems gezwungen wird, auch die Demokratie auszuhebeln und sich die Politiker so zu kaufen, wie er sie möchte, weswegen wir überhaupt im Moment im kapitalistischen System keinerlei Demokratie haben können, weil immer wieder sozusagen
zum Beispiel die Unternehmer nach Afrika gehen, dort die Diktatoren bestechen und einkaufen und diese dann zum Beispiel die Rechte abgeben, das Land zu plündern und auszuplündern und dabei beim Plündern sozusagen viele Tote links und rechts neben den Plünderungsstätten sozusagen zu hinterlassen, weil alle möglichen Gifte verwendet werden für das Plündern und so weiter. Das ist alles, all diese Merkmale würden verschwinden, sobald wir den Kapitalismus beenden. Und was wir eben diskutieren müssen, ist eben, wollen wir noch einmal den Weg des Putsches gehen, also Reiche umbringen, um dann neue Diktatoren an deren Stelle zu setzen, also Putschisten, die vorgeben, sie wollten einen echten Kommunismus und Sozialismus, die in Wirklichkeit nur neue Diktaturen schaffen wollen und selber Herrscher werden wollen. Da müssen wir wachsam sein. Also deswegen sollten wir kontrovers diskutieren. Revolution ist Revolution, gewaltsame Revolution, nicht am Ende immer nur ein Putschversuch? Und will der nicht immer nur Diktatoren an die Macht bringen? Und ist nicht der einzige Weg, den Kapitalismus richtig zu beenden, der Scientists for Future 2? Alles klar, schönen Tag, bis bald wieder. Tschüssi.